Im letzten Praktikum der Woche ging es wieder um Gerichtsmedizin und im Prinzip um Verletzungen von außen und wie man die teilweise voneinander unterscheidet. Und da fangen wir einfach mal an, scharfe Verletzungen uns anzuschauen. Wie sehen die denn aus? Eine scharfe Verletzung könnte zum Beispiel so aussehen. Die ist nämlich glattrandig, ne, die hat spitze Wundwinkel und hat keinen Schürfsaum. Ne, weil man schneidet ja einfach glatt von oben hinein und die Haare sind dabei glatt durchtrennt. Ne, das sieht man hier. Während bei einer stumpfen Wunde, beispielsweise einer Quetschrisswunde, das ist die typische Platzwunde, während dabei eben ein unregelmäßiger Wundrand und Winkel herrscht. Ne, hier sehen wir, das muss nicht immer so ganz eindeutig sein, ne, dass es so platzt, es kann auch mal so ähnlich platzen wie eine scharfe Wunde, aber die Wundränder, die sind dann immer total sozusagen so zackig, kann man sich das vorstellen. Dann gibt es meistens Schürfungen drumherum, ne, wo man dann aufkommt. Das hat eben eine scharfe Wunde auch nicht. Dann sind Haare, die quasi in die Wunde gedrückt werden. Ne, das, wie gesagt, die sind abgetrennt bei der scharfen Wunde. Dann gibt es Wundtaschen unten drin. Ne, das hast du auch nicht bei einer scharfen Wunde. Die scharfe Wunde trennt einfach sauber alle Gewebeschichten durch. Und man sieht im Endeffekt so Gewebebrücken drin, ne, die sich natürlich bei einer scharfen Wunde durch so ein Messer überhaupt nicht ergeben können. Ne. Das heißt, bei dieser Platzwunde, da platzt einfach die Energie sozusagen innen drin, sorgt sie dafür, dass aufgeplatzt wird. Und dann sind halt hier ein paar Gewebetaschen und hier sind noch ein paar Gewebebrücken etc. Und das hat man bei der scharfen Wunde eben nicht. Und wie gesagt, diese Gewebebrücken, die sind wirklich sehr, sehr relevant, was das Ganze angeht. Jetzt zu ein paar Unfallmechanismen. Fangen wir einfach an mit der Hut-Krempenregel. Das heißt, wenn wir einen Sturz haben aus dem Stand auf einen flachen Boden ohne Zwischenanschläge, ne, Gegenbeispiel wäre hier das Badezimmer, wo ich vom Waschbecken auf die Kloschüssel, auf die Klobürste oder so falle. Wie gesagt, bei so einem direkten Sturz, da kann man sagen, man fällt im Prinzip immer auf die Punkte der Hut. Krempe oder eben weiter drunter, Nase, Jochbein, Kinn, irgendwas rausstehendes. Auf der anderen Seite muss man sagen, alles, was da drüber ist, sind eben vorwiegend durch Schläge hervorgerufene Verletzungen. Ja, also Stürze haben wir unten, alles, was da drüber ist, dann durch Schläge. Das ist die Hutkrempenregel. Dann Abwehrverletzungen bei der Hand und im Unterarm. Das können hier, so wie man oben sieht, so Verletzungen sein, wo man versucht, das Messer zu umschließen. Das sind diese Querverletzungen. Dann, wenn das Messer natürlich sticht und man die Hand so schützend davor hält, kann es so Durchstiche sein. Zwischen den Fingern, wenn das Messer von oben so drauf kommt, wie so ein Beil, dann kann es natürlich auch dazu kommen. Also da immer drauf achten, auf Hand und Unterarm. Dann gibt es noch die Coup-contre-Coup. Theorie bzw. dieses Modell, was eigentlich ganz gut widerspiegelt, wenn es sich um Schläge eigentlich handelt und hier die Gewalteinwirkung von oben kommt. Und am meisten ist das eben ausgeprägt, wenn man dann schnell gebremst wird. Das heißt, man fällt dann hin und knallt auf den Boden oder so. Dann kommt von oben der Schlag, ja, aber wenn man dann plötzlich stoppt, wird das Ganze ausgebremst und somit bildet sich ein Druckgradient. Oben bildet sich eine Art Vakuum, unten die maximale Kontusion. Und im Bereich des Vakuums kommt es halt zu Gefäßzerreißungen, während es im Bereich des höchsten Druckes eben zu dieser Kontusion kommt. Und dementsprechend kann man dann entweder halt hinten, also auf der Gegenseite direkt dann so eine Kontusion einfach sehen und oben gar nichts, wenn da die Gefäße nicht zerreißen. Und ansonsten hat man halt oben teilweise dann die entsprechenden intrazerebralen Blutungen bzw. Intrakraniellen Blutungen. Und unten am höchsten Druck eben dann die Kontusion mit direkter Gewebeschädigung. Dann gibt es noch die Puppe-Regel und die Puppe-Regel, die befasst sich eigentlich damit, was passiert, wenn man so mehrere Schläge kriegt. Ne? Einmal einen auf den Hinterkopf, ne? Derjenige fällt dann hin und hat dann im Prinzip zwei Beulen und hier kann man dann mit der Puppe-Regel eruieren, welche Beule war zuerst. Und das sieht man eben durch diese Linien, denn hier diese zweite, von der zweiten Beule gehen dann eben diese Linien aus zur ersten. Und dadurch kann man eben schließen, dass
sie danach entstanden ist, ne, das ist einfach so ein physikalisches Kräfteding, dass dann, wenn man da drauf schlägt oder nochmal drauf fällt, dass sich dann durch diesen Bruch dann diese Risse zu den bereits entstandenen Rissen bilden.